Servus. Das ist der Jonas. Servus. Das ist meine Schwester, die Josie. Hi. Und ich habe mir jetzt erstmal vorgenommen, ja, so eine kleine Videoreihe zu machen. Ja, Erfolg im Training und einfach mal ein paar Themen durcharbeiten. Das erste Thema wird erstmal sein Motivation und Zielsetzung. Ja, erstmal muss man natürlich anfangen. Und das werden wir mal durchgehen ein bisschen, wie ihr am besten erstmal anfangt, wie ihr dabei bleibt und dann auch langfristig eure Ziele erreicht. Viel Spaß dabei. So, der erste Punkt, den ich erstmal mit euch durchgehen will, ist halt, ich meine, jeder von euch hat sicherlich ein Ziel, warum er jetzt anfängt und auf was er hinausarbeiten will. Bei vielen wird es halt sein, entweder schlanker zu werden, gleichzeitig auch muskulöser zu sein, einfach einen guten Körper zu haben. Manche haben vielleicht einfach nur das Ziel, ja, so stark wie möglich zu werden, was zum Beispiel auch mein Ziel ist. Meine Jonas, so, sein, ja, sage ich auch. Absolut stark, ne? Sag ich mal. So. Bei der Josie geht es auch hauptsächlich, würde ich sagen, um Athletik. Ja. So, das. Was das? So. Das sind natürlich immer Ziele, die erstmal eine ganze Zeit lang dauern. Das ist halt so eine Sache, wo man gucken muss, ja, kein Mensch hat irgendwie Bock, 2 Jahre lang sich abzuschuften, um irgendwann in 2 Jahren dann sein Resultat zu haben. Und da geht's dann drum, ja, guckt halt, dass ihr einfach euch Schritt für Schritt kleine Ziele, sag ich mal, auf dem Weg zum großen Ziel auch stecken tut. Das heißt, ja, das Einfachste ist halt, wenn man auch ein bisschen immer auf Leistung guckt, wenn es jetzt halt hauptsächlich ums Aussehen geht, dann guckt halt auch ein bisschen, dass ihr halt euch von Training zu Training steigert, die ihr Gewichte erhöhen könnt. Und da hat man dann auch immer, ja, so einen kleinen Rückschluss auf sich selber. Wenn man stärker geworden ist, dann freut man sich, hat auch wieder ein neues Ziel erreicht, dann setzt man sich fürs nächste Mal wieder, keine Ahnung, 5 Kilo Bankdrücken stärker werden. Und so hat man immer wieder kleine Erfolge, wodurch man immer wieder Motivation hat. So, der zweite Punkt ist halt auch der richtige Grund. Ich meine, wenn man das für andere macht und irgendwie gesagt bekommt, ja, bist fett oder was auch immer, und man macht das dann im Endeffekt für andere, da hat man meistens dann auch keinen Bock drauf, sich dann irgendwann abzuschuften. Motivation schnell flöten, ja. Ja, und allerdings. Deswegen, für mich ist, sag ich mal, das Ziel, mir selber zu zeigen, was ich erreichen kann, was ich schaffen kann. Und ich will es mir einfach selber beweisen, ja, wie weit ich kommen kann. Und das ist auch ein Grund, warum ich halt auch einfach so stark und leistungsfähig wie möglich werden will, ohne eben irgendwelche leistungssteigernden Substanzen nehmen zu wollen, weil ich mir halt einfach selber zeigen will, dass ich halt auch sehr weit kommen kann mit meiner eigenen Kraft und was ich aus mir selber rausholen kann, ja, ohne irgendeine chemische Unterstützung, ja. So, dann der dritte Punkt ist, ja, ich meine, anfangen ist auf jeden Fall erstmal das Schwierigste, weil der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier. So, und die erste Zeit wird euch euer Körper immer so ein bisschen zwingen und zeigen wollen, ja, ich habe heute keinen Bock zu trainieren, ich will Pause machen, ich will mich ausruhen. Natürlich, wenn ihr ihn schwer belastet, dann will er sich immer ausruhen. Wenn ihr eine Woche hart durchtrainiert, dann will er sich am liebsten eine Woche wieder ausruhen. Da müsst ihr einfach gucken, dass ihr es schafft, das Training und auch die Ernährung ja einfach in euren ganz normalen Tagesablauf mit reinzustecken. Genauso wie es halt die Arbeit ist. Ihr geht einfach zur Arbeit, auch wenn ihr euch mal ein bisschen scheiße fühlt und keinen Bock habt. Und genauso ist es mit dem Training. Wenn ihr euch mal nicht so gut fühlt, dann geht ihr trotzdem zum Training. Könnt auch ruhig mal ein bisschen lockerer machen. Aber Hauptsache, ihr geht zum Training, zieht das Training durch. Und wenn ihr euch nicht so gut fühlt, mal ein bisschen kränklich seid. Ja, ein bisschen auf den Körper hören. Ja. Dann natürlich auf den Körper hören, aber am Anfang ist halt wichtig, das durchzuziehen. Genau. Und dann ein bisschen locker wenigstens zu machen. Weil wenn ihr da immer mal ein paar Tage einbaut, wo ihr dann nicht so wirklich Lust habt und einfach das Training flöten lasst, dann wird es immer öfters und irgendwann trainiert ihr gar nicht mehr. Klar muss man auf seinen Körper hören. Aber guckt halt immer, dass ihr euren Plan habt. Das heißt, wenn euer Plan sagt, 4-mal trainieren die Woche, dann macht ihr das auch. Und wenn ihr euch nicht so gut fühlt,
Damit halt einfach mal ein bisschen leichter trainiert. Aber Hauptsache, ein bisschen lockerer trainieren. Hauptsache, ihr wart im Training, habt was gemacht. Aber wenn man einmal anfängt, ein Training noch auszufallen, dann nächste Woche sind es dann auch, naja, mal zwei. Und dann ist das, wie gesagt, Mensch ist ein Gewohnheitstier, wird es ganz schnell zur Gewohnheit, einfach mal Training ausfallen zu lassen. Genau, ja. Natürlich sind auch Pausen wichtig, die muss man halt auch machen. Aber wenn ihr viermal halt im Training, wie der Simon schon gesagt hat, wenn ihr stehen habt, viermal trainieren, dann geht ihr auch viermal ins Studio. Oder wo auch immer ihr trainiert. Genau, das Wichtigste ist halt, dass man das halt so in seinen Tagesablauf integriert, dass man einfach automatisch ins Training geht, egal ob man jetzt Bock hat oder nicht, wie es halt mit der Arbeit auch ist. Und das macht man mal 3 Monate durchziehen und dann könnt ihr auch ruhig mal ein bisschen chillen und wie auch immer, aber nach 3 Monaten hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt, ja, dass das einfach drin ist, dann macht man das automatisch und dann ist der Mensch, das Gewohnheitstier, hat das als Gewohnheit angenommen, sag ich mal, ja. Und darum geht's am Anfang. Und wenn ihr dann auch Spaß dran habt, dann merkt ihr auch ganz schnell, ihr könnt dann auch, sagen wir mal so nach einem halben Jahr, ihr könnt nicht mehr ohne. Ihr werdet ja quasi ruhelos, wenn ihr nicht immer im Training seid. Das ist halt auch genau wieder die ausgelastet. Genau. Genau wieder die kleinen Ziele setzen. Wenn man sich da Stück für Stück steigert, dann wird man auch richtig hungrig aufs Training. Genau. Ja. Hoffentlich. Und wenn alles gut läuft. Wenn man es durchzieht. Wenn man es durchzieht. Ansonsten versucht halt nicht einfach ganz allein das zu machen. Versucht halt Freunde und Familie da irgendwie ein bisschen mit zu involvieren. Vielleicht habt ihr Freunde, die das mit euch machen. Das ist natürlich das Beste, wenn ihr euch gegenseitig motivieren könnt. Oder Freunde und Familie wenigstens ja informieren, dass ihr ein Ziel habt. Das heißt, ihr wollt euch verbessern, ihr wollt halt euren Körper formen, wenn es darum geht abzunehmen, dann eben schlanker und athletischer zu werden und ja, klärt euer Umfeld darüber auf und gute Freunde und Familie werden euch hoffentlich auch dabei unterstützen, auch wenn sie es jetzt nicht selber machen, halt, keine Ahnung. Kriegt ihr mal was gekocht und so weiter, das ja, unterstützt ja alles oder sagt auch sagt der Mutter, sie soll Reis und Huhn kochen mittags anstatt, ja, was weiß ich, Kartoffelsuppe oder so. Obwohl, Kartoffelsuppe ist auch gut. Ja, Handy, ja, kann man natürlich jetzt nicht gebrauchen. Ja, ich mach gerade ein Video. Upi! Ich mach gerade ein Video. Ey, was dann? Kommst vorbei zum ja, Trainieren sonst jetzt? Ja, Porno-Video machen. Nee, ich bin jetzt hier zu Hause, mach gerade ein Video, bis gleich. Okay, bis dann. Hat er sich wieder wund gelegen. Ja. Hat er wieder Rücken? Hubi legt sich immer rund. So. Er hat sich noch nicht so ganz dran gewöhnt, wie oft Training ist. So waren wir jetzt stehen geblieben, ja. Also zum Beispiel Freunde und Freundin halt, dass die euch so ab und zu ein bisschen auch mal ins Training treten. So, oh, ich habe keinen Bock und so, dass die auch wissen, ja, ihr wollt das durchziehen und euch helfen und euch dann auch so ein bisschen in den Arsch treten. So, du gehst jetzt ins Training und ziehst den Scheiß durch. Ja, was man auch noch sagen kann ist, ja, also wenn ihr Probleme habt, euch zu motivieren oder also manchen Leuten, also vielen Leuten hilft es sogar, wenn sie sich ein Vorbild nehmen und quasi, sagen wir so, ihr wollt aussehen wie Arnold Schwarzenegger, dann zieht ihr euch, was weiß ich, sagen wir mal, 2-mal die Woche Pumping Iron rein, ja. Das wird euch auch motivieren. Das hat mir damals, als ich angefangen habe, alles auch gemacht. Da habe ich 3-mal die Woche Pumping Iron geschaut. Arnold hat ja auch immer geile Motivationsvideos, wo irgendwas zusammengeschnitten wird. Ja. Und, genau, so Bodybuilding Motivation oder sowas. Wobei jetzt sich immer mit Videos motivieren, ist für mich jetzt das, was nicht unbedingt auf lange Sicht funktioniert, ja, wichtig ist, dass die Motivation auch aus einem selber rauskommt. Das heißt, sagt euch immer, dass ihr euren eigenen Schweinehund überwinden müsst und zeigt euch selber, ja, dass ihr einfach ja eine charakterliche Größe beweist dadurch, ja, dass ihr das durchzieht. Es muss in euch drin sein, der Wille. Ja. Wenn ihr zu Hause bleibt und nichts macht, müsst ihr euch schlecht fühlen. Sagt euch, ich will ein starker Charakter sein und ich ziehe das durch und ich mache das jetzt, ja? Richtig. So, das war's dann erstmal zum ersten Teil. Im zweiten Teil kommt dann Progression und nach einem Programm trainieren.
Das war's dann erstmal. Ja. Macht's gut, Leute. So, Daumen hoch geben, wenn es euch geholfen hat, gefallen hat. Supportet uns so ein bisschen, weitererzählen, hilft uns immer weiter. Genau, ein bisschen Mundpropaganda machen. Jo. Und abonnieren natürlich. Das gehört immer dazu. Okay, viel Erfolg bei eurem Training. Haut rein. Yay.